Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiFE Universe Video. Heute gucken wir uns zusammen mal die zumindest aktuellen, eventuell auch vorläufigen Titel für FLiFE Universe an. Deswegen vorläufig, weil das Spiel immer noch nicht released ist. Das heißt, hier kann sich auch theoretisch jederzeit noch alles ändern. Aber unwahrscheinlich, dass sich alles ändert, sondern wahrscheinlich werden dann nur einzelne Sachen, die sich ändern werden. Und zwar haben wir jetzt hier ein PDF bekommen mit den FLiFE Universe Titeln. Die gibt es zwar schon länger, soweit ich weiß, auch in der API, aber hier ist es eigentlich mal ganz schön zusammengefasst und ich habe es mir ehrlich gesagt auch noch nicht angeguckt bis jetzt, deswegen ist es zumindest für mich jetzt noch relativ neu. Also ich habe es jetzt gerade schon mal kurz durchgeguckt und mir meine Favorites mal rausgesucht, um die euch zu zeigen, aber ich dachte mir, der ein oder andere von euch, und damit meine ich wahrscheinlich die allermeisten von euch, haben das wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, welche Titel es dort so geben wird, und deswegen dachte ich mir, können wir uns die mal kurz zusammen ein bisschen anschauen und ich scroll einfach langsam durch. Und genau, dann könnt ihr auch eure Favorites quasi in die Kommentare schreiben und so weiter. Leute, die bisher nur auf amerikanischen Servern, beziehungsweise englischen Servern, meine ich, gespielt haben, dürfte das auch ziemlich extrem sein, weil es gibt jetzt im Endeffekt für jedes Monster Titel und alle Titel sind quasi irgendwie unique. Und ich sage das deswegen, weil auf den englischen FLiFE-Servern ist es so, da gibt es diese Monstertitel natürlich auch, so Clafan zum Beispiel und La Wolf und so. Das Problem mit den englischen Titeln ist aber, die sind immer gleich. Die heißen Ibert Hunter, La Wolf Hunter, Card Puppet Hunter, Clafan Hunter, Mammut Hunter und so weiter. Die sind ultra langweilig, die Titel. Und da sie ja auch sonst keine Funktion haben, also in FLiFE PC, ist es halt einfach ultra sinnlos. Vor allem im englischen FLiFE habe ich mich halt auch damals richtig drüber schon fast beschwert, weil es so langweilig einfach ist. Jeder Titel heißt gleich oder immer nur Addict, also bei den ganzen Food-Titeln Lollipop Addict, Biscuit Addict, Chocolate Bar Addict und so, immer das Gleiche. Es ist so langweilig gewesen. Und da muss man sagen, ist das deutsche FLiFE schon deutlich besser, weil unsere Titel sind schon alle unique, also Klarfahrenschreck zum Beispiel und Fellgerber, Gebirgsjäger und so weiter und so fort. Also unsere Titel sind eigentlich ziemlich nice, finde ich persönlich, die deutschen. Da ja aber FLiFE Universe auf Englisch sein wird, haben wir jetzt hier so oder so neue Titel. Aber hauptsächlich eben für Leute, die bisher, sag ich mal, nur das englische FLiFE gewöhnt sind, die werden hier natürlich eine extreme Umstellung erleben, weil hier die Titel halt erstens mal haben sie eine Funktion und zweitens haben sie auch echt endlich mal coole Namen. Und ja. Genau, wir fangen an mit den Monstertiteln. Die sind jetzt, wie gesagt, alle unique und jedes Monster hat seinen eigenen Titel. Das fängt an mit Ivar, Twinkle Star, dann Fun Guy, Horned, Hillbilly, Snapper, Rebel, Seahorse, Rider finde ich persönlich noch ganz nice. Alpha, Botanist, Cute, Banger, bei Bang, Banger. Könnte sein, dass das vielleicht nochmal geändert wird, wer weiß. Mein erster Favorite ist hier also tatsächlich für die Moth Bee. Das sind ja Flugmonster, das heißt, den Titel zu kriegen wird auf jeden Fall nicht so einfach oder erfordert zumindest ein bisschen ja, mehr Aufwand wahrscheinlich. Und heißt einfach Moth Beater, aber ich finde das eigentlich ganz nice, also ja, hat mich irgendwie angesprochen beim Durchscrollen. Genau, dann Sweet Bad Boy finde ich auch noch ziemlich cool. Shackled, Scarecrow, Predator, Evil Eye, Jacked, Treasure Hunter ist auch ziemlich nice eigentlich bei Gigglebox. Das wäre eigentlich auch noch ein richtig cooler, aber es sind so viele Titel, da könnte man sich auch 20 Favorites aussuchen. Dann Rock Solid, Banished, Buskill, Vagabond, Matador, Totem, Marionette, Angler, Undertaker, Toxic ist wahrscheinlich ein Titel, der wird wahrscheinlich sehr viel am Start sein, ob die Leute jetzt tatsächlich den Titel haben oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Toxic, nein, Spaß. Gunner, Prankster ist auch cool, weil das Monster heißt Prankster und der Titel heißt einfach auch Prankster, aber es passt ja auch, was will man da ändern. Dann Sky Patrol, Speedy, Ravenous, Charged, Steampunk, Metalhead. Metalhead wird wahrscheinlich auch viele Leute begeistern. Dann der nächste für mich richtig coole Titel ist Gold Digger, einfach um die eigene Persönlichkeit ein bisschen ins Spiel zu integrieren, Kappa. Dann geht's weiter mit Steamroller, Radioactive ist auch persönlich ziemlich cool, Screwed, Elemental, Troll, das wird wahrscheinlich auch viel unterwegs sein. Zapped, Guardian, Tired ist auch nice. Scrapper, Punk, Demolisher. Dann geht's weiter auf Seite 2. Dann haben wir Ace, Fisherman, Disgusted. Fand ich jetzt, war der nächste eigentlich ziemlich coole, weil das passt eigentlich auch immer. Dann Boo, Diffuser, Devilish. Exterminator, Spore Collector, Bloodsucker ist auch ziemlich nice. Shaman, Excellent, Lumberjack, Phoenix, Full Metal, Destroyer, Rockstar. Dann Ancient fand ich noch cool. Ist jetzt nicht so, sag ich mal, ah, oh, wow, yeah, der Titel ist so richtig cool, so richtig unique. Das ist jetzt nicht unbedingt, aber es passt einfach, weil Ancient und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, epischen Char-Namen, so wie Spielestyler zum Beispiel und, keine Ahnung, finde ich eigentlich ganz nice. Gibt es allerdings auch wieder nur von einem Flugmonster, das Monster ist auch neu, Garuda hier, genau.
Dann haben wir noch Haunted, Chimera, Cuddly, Superman, also Superman, wegen der Muffin-Suppe, Nightmare, Guardian of Madrigal für Clockworks, das finde ich persönlich ist eigentlich der beste Titel, Guardian of Madrigal. Und dann haben wir noch Dragon Slayer für Medionica, finde ich dann wieder, naja, ich meine, es ist Drachenjäger auf Englisch, schon klar, mehr oder weniger. Und ja, finde ich tatsächlich aber im Vergleich zu vielen anderen Titeln dann doch eher Standard. Genau, dann haben wir noch die Food-Titel, Placebo, Hyper, Vitaminesis, keine Ahnung, Sleeper, Bloody, Glimmering, Sweet Tooth, Chocoholic, Legendary, Top Dog, Cheesy, High Roller, Spicy, Starstruck und noch viele weitere. Ich glaube, wenn ich jetzt alle vorlese, verliere ich meine Stimme. Genau, der Sausage Casserole-Titel, der ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, damn. Sausage Connoisseur oder wie auch immer man das ausspricht. also das ist eigentlich auch ein cooler Titel, weil das kann man auch falsch verstehen, wenn man das jemandem so sagt. Ja, aber insgesamt einfach sehr viele coole Titel. Also ich fand, war auf jeden Fall mal eine Erwähnung wert. Wie gesagt, vor allem die englischen Flife-Nutzer werden da hier wahrscheinlich ihr blaues Wunder erleben. So viele verschiedene Titel. Ich meine, erstens mal, dass jedes Monster quasi seinen eigenen Titel hat, ist ja schon mal unique. Aber dann halt, wie gesagt, selbst wenn jedes Monster seinen eigenen Titel in Flife PC hätte, in der englischen Version würden die alle den gleichen Namen haben. Also alle einfach nur Hunter. Ibert Hunter, Mushpeng Hunter, Burodeng Hunter, Pukepuk Hunter. Also ultra langweilig. Also ich check nicht, was sie sich damals dabei gedacht haben. Ich meine, es war wahrscheinlich einfach der Einfachheit halber. Aber ich meine, ganz ehrlich, also ich meine, wie lange dauert das? Ein paar Stunden? Ich meine, gut, okay, vielleicht ein bisschen länger, wenn du dann auch wirklich nochmal reflektierst. Sind die Namen wirklich cool? Sind die Namen wirklich gut? So eine Woche später sich das nochmal durchlesen und gucken, gefällt es einem immer noch? So ungefähr. Aber haben die damals anscheinend nicht gemacht. Zumindest nicht fürs Englische vielleicht. Aber fürs Deutsche haben wir es zum Glück bekommen. Das fand ich eh immer ziemlich cool, die Titel. Deswegen habe ich die auch mal gehuntet. Genau, hier fehlen jetzt allerdings ein paar Titel, das sind so die allgemeinen, so die General-Titel, die sind jetzt hier aus irgendeinem Grund nicht dabei, weiß ich auch nicht wieso, die finde ich jetzt aber auch nicht so nice, also da lese ich jetzt mal so ein paar vor, Fly Fanatic, Fly Novice, Fly Fan, Daily Playtime ist zum Beispiel was und dann halt sowas wie Expert Level 1, Expert Level 3, für gewisse Level, die man erreichen muss, Adapt Level 1 für Level 70 zum Beispiel und so weiter, also sie sind jetzt ja, keine Ahnung, sind jetzt nicht so nice, finde ich persönlich. Also ich finde die Monster- und Food-Titel finde ich persönlich wesentlich interessanter, weil die sind auch viel mehr unique und vor allem sowas wie Level-Titel und so oder Playtime-Titel. Ich meine, die wird früher oder später jeder haben und die Monster-Titel hingegen, vor allem, weil es ja so viele gibt, die werden halt nicht, die wird nicht jeder haben. Und dadurch, dass sie auch besondere Effekte haben und so, hat man ja sowieso einen Ansporn, sie zu handeln. Und wenn man dann zusätzlich noch einen coolen Namen hat, wie zum Beispiel Ancient oder Guardian of Madrigal, wobei der wahrscheinlich relativ schwierig zu kriegen sein wird mit Clockworks, aber trotzdem, finde ich, hat man halt einfach noch diese doppelte Belohnung und kann halt den anderen Leuten quasi auch seinen Titel ins Gesicht flexen. Wobei das halt natürlich für viele Leute auch wieder nicht so relevant ist. Genau, aber das war es im Endeffekt auch schon wieder mit einem weiteren Flife Universe Video. Ihr könnt mir übrigens auch immer gerne was in die Kommentare schreiben, was ihr so noch gerne über Flife Universe sehen wollen würdet. Es gibt ja mittlerweile auch ein paar Wikis schon, die ganzen API-Daten ausgelesen haben und ja, können wir vielleicht auch mal uns noch andere Sachen angucken. Wobei natürlich immer mit dem Beigeschmack hat, dass es noch nicht released ist, das heißt, es gibt Änderungen, die, soweit ich weiß, auch noch nicht in der API drin sind. Ich meine mich zu erinnern, es hieß, glaube ich, dass die API kurz vor Release aktualisiert werden soll. Die Frage ist halt nur, vor welchem Release, aber wahrscheinlich Southeast Asia. Aber da hat man jetzt ja, was die Vorregistrierung angeht, auch noch nichts weiter gehört. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch dauern, bis viele Daten bestätigt sind und bis halt dann tatsächlich noch eintretende Änderungen tatsächlich auch in Kraft treten und halt auch über verschiedene Channel uns erreichen. Das heißt, wie gesagt, alles, was man sich jetzt im Vorhinein anguckt, muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich meine, sie werden nicht mehr alles ändern. Ich meine, dafür fehlt die Zeit und wäre auch Schwachsinn. Aber hier und da könnten sich halt noch Sachen ändern. Das muss man halt immer bedenken. Nicht, dass man sich jetzt zu sehr hypt, zum Beispiel, ey, ich will unbedingt Blattsacker sein. Und dann kommt am Ende das Spiel raus und dann ist Irene nicht Blattsacker, sondern irgendwie, keine Ahnung, Stinging oder keine Ahnung. Also wegen Stechen und keine Ahnung. Also irgendwie sowas halt, könnte halt theoretisch sein. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.